So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, die Uhrzeit, wann ich zu big, nee, wann ich zu weiter konnte. Dann gehen wir einfach nochmal zu OG Lock, wo wir gerade da sind. Ah, das kleine Stück hätte ich auch zu Fuß gehen können. Ich denke, es wird noch öfters passieren, dass das Spiel abstürzt. Ich hoffe, nicht so oft und nicht bei schweren Missionen, wenn ich die nochmal machen muss. So, jetzt geht's weiter. Ah, oh, diese Uhrzeiten. Es sind 22 Uhr, jetzt könnte ich eigentlich nochmal speichern gehen. Probieren wir es bei. Wen gibt's denn da noch? Sweet? Fahren wir einfach mal hin. Ja, zum Carlos gehe ich noch nicht. Da muss ich ein Rennen fahren, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Aber ich habe auch dank der Sanitätermission meinen Fahrerskill ein wenig verbessert, sorry. Waffenskill habe ich noch nicht verändert. Kam ich ja noch nicht wirklich dazu. Okay, das müsste es wieder auf der Karte sein. Ja, Fahrerskill verbessert, man sieht's. Oh, wenn ich hier irgendwo ein Graffiti sehe, ich glaube hier war irgendwo eins. Weil die Graffitis werde ich jetzt doch nicht auch nicht zeigen, weil das sind 50 Stück. Und es wird ja auch dauern. Es wären zwei, drei Parts, wenn man weiß, wo die sind. Und das ist ja nur hinlaufen unnötig eigentlich. Also die werde ich auch offscreen machen. Ich glaube, ich habe 7 im Moment. Das war jetzt der 8. Und das gleiche gilt dann auch für die Austern und für die Hufeisen. Und für die Fotos, alles was man sammeln kann. Und die Polizei fährt hier richtig scheiße. So. Big Smoke. Ich weiß nicht, wie viel Uhr man hier hin kann. Mal gucken. Okay, geht. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway, punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, come. I got to go scoop her up. Alright then, come on. Irgendwie müssen wir ständig Leute abholen. Und dann die irgendwo hinfahren. Ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Nein, eine Waffe brauche ich nicht. Okay, das heißt aber, dass es zu einer Schießerei kommt. Ich glaube, ich muss die Brücke hoch. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was die gesprochen haben. Passe ich manchmal gar nicht auf, weil eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, was die im Auto sprechen. Stört einfach auch während Fahren immer unten zu lesen. Okay, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here, let me do the talk. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffeeo up el weedo before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo.
Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah, get that shit now. Get him. What you talk about? Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. We gotta stick with him. Man, I'm done. So, Big Smoke, der Fetzer kann natürlich nicht mehr. Jetzt muss ich das allein machen. Ja, direkt an Borders vorbei, ist sehr schön. Ah, jetzt läuft er gerade um die Ecke. Ja, direkt mit deinem Kopfschuss. Okay, das war ja leicht und er hat noch ein bisschen Geld verloren. Okay, und irgendwo ein Hubschrauber, egal. So, gehen wir mal speichern. Ja, so Missionen gibt's auch, wo sehr schnell rum sind. Das sind die 10 ja, die Zwischensequenzen ja länger als die Mission selbst. Achso, nein, die... Ach, jetzt habe ich gedacht, hier kann man speichern. Wo war denn jetzt nochmal mein Speicherpunkt? Bei OG Log, genau. Das wird ja gar nicht auf der Karte angezeigt. Ah. Das nervt echt die gegnerische Gangmitglieder. Ich glaube, wenn man alle Gebiete hat, die muss man im Moment kann man das noch nicht machen. Später irgendwann, nach einer Mission, muss man die Gebiete verteidigen. Wenn man alle hat, dann kommen die, glaube ich, auch nicht mehr. Dann hat man endlich seine Ruhe. Weil das nervt echt. Ah, ich war näher an der Grove Street dran. Okay. Hier die Gegend kenne ich jetzt ein bisschen durch die Sanitätermission. Da bin ich ja immer hin und her und hin und her. Aber so lernt man die Stadt auch kennen. Okay, da ist die. Worauf ich keinen Bock habe, ist die Bürgerwehrmission. Die stresst immer. Ich glaube, Taxi kann man auch machen, beziehungsweise muss man, ich will ja 100% machen. Taxi, was gibt es denn noch? Zuhältermission gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, und noch viele andere Sachen. So, bloß nicht abstürzen.